Da sind wir wieder, heute mit der 27. Folge von Dragons Aufstieg von Berg. So, erstmal wieder hier monatliches Ereignis einsammeln. Das gibt's jetzt auch, aber wir sind keine Drachenreiter, also gibt's das nicht für uns. So, dann ist ohne Zahn zurück. Und er holt uns natürlich nur Holz. Also schickt man noch einmal los. Mehr werden wir ja sowieso nicht mehr schaffen. Na doch. Geht ja noch einen Tag. So, hier kann man nichts holen. Hier bekommen wir eine Blume wieder. Da. Die erste Reihe haben wir schon mal frei. Da ist der verschwindende raufschwindende Qualmdrache. So, jetzt haben wir den Regenschneider auf Level 13. Hier haben wir den Fisch zusammen. So, zum Holz schicken wir alle wieder los. Zum Fischen. Und nochmal zum Holz. Dann können wir den Regenschneider hochleveln, immer. Und schicken ihn für 22 Minuten los. Und noch immer schaffen wir jetzt ne. Den rauf verschwindenden Qualmdrachen können wir leveln. Und losschicken zum Training. Dann können wir den Glutkessel noch leveln. Und zum Training schicken. Und sonst können wir gerade jetzt nichts mehr leveln. Haben wir noch irgendwelche Gebäude, die wir noch nicht fertig gebaut haben? Nö, gut. Dann schauen wir mal. Entweder mache ich jetzt hier unten, entweder baue ich das Boot. Oder es gab was, das hat 45.000 gekostet, und zwar das Haus. Also die Windmühle natürlich. Jetzt haben wir 181 Odinsmünzen. Also da können wir bald das klassische Paket öffnen. Hier haben wir ein bisschen Fisch und Runen. Uns fehlen jetzt noch ungefähr 250 Runen, dann kriegen wir ja schon unseren Hakenzahn. Ach so, Kronkel konnte ich ja immer noch nicht genau. Aber den tödlichen Nader können wir hochmachen. So, dann können wir hier nochmal von Sturmfeil, so hieße, einsammeln. Und Fleischklops haben wir hier auch noch. Ah, ich wollte gerne mal das Ei haben. Weil der Drache ist ganz gut. Was suchst du, Gudi? Ja, hier kriegen wir wieder eine Aufgabe und wir bekommen drei Runen. Hier müssen wir wahrscheinlich gleich was ausgeben. Genau, 100.000 Holz. Gut, aber da, ja, ich mache das jetzt hier 8 Stunden, dann haben wir das Boot. Hier können wir Kinder ins Training schicken und wir haben ja auch schon zwei im Training, da geht das sowieso nicht. Hier bekommen wir nochmal ein bisschen Belohnungen. 5 Runen. 30.000, 2 verteidigte Bergmissionen. 25. Das könnten wir abgesehen vom zweiten alles schaffen eigentlich. So, dann hier verteidige Bergmission können wir gleich mal eine machen. So, und wo ist eigentlich? Ah, der ist noch nicht hoch genug. Gut. Fangen wir schon mal an. Dann schießen wir gleich mal. Gut, man kann es überspringen. Und jetzt haben wir alle Drachen platziert. Jetzt schießen wir hier rein mit den Feuerbällen. Was macht denn der riesenhafte Altraum dort? Der verliert gegen das Schiff. Komm schon. Och Mann. Schlechter Angriff. Ja, da hat sich das gleich erledigt mit dem Angriff hier. Weil das Boot bekomme ich noch. Das rechte, dort fliegt er wahrscheinlich gar nicht hin. Genau, und das kriege ich jetzt nicht, ohne dass ich alles verliere. Also zurückziehen. Muss ich nächstes Mal anders angreifen. Dann greifen wir jetzt erstmal, also gehen wir jetzt erstmal ins Raufen. Rufen wir mal zurück.
Und jetzt kann man füttern. Und jetzt hat er auch die Fähigkeit, jetzt schicken wir ihn gleich nochmal los. Er sammelt jetzt nicht viel, aber können wir Hauptsache ein bisschen arbeiten damit. Weil er macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden als meine jetzigen Drachen. Da haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Dann greifen wir jetzt mal im Raufen an. Zwei riesenhafte Albträume brauchen wir noch dann. Ne, drei riesenhafte Albträume, dann können wir den O hoch machen. Vielleicht kriegen wir es ja aus dem Paket. Heute mache ich mal die Videos. Heute lasse ich mal bei den Videos die schwarzen Ränder. Und ich mache eine Abstimmung rein, wie ihr es besser findet. Ob mit schwarzen Rändern. Und dafür seht ihr jetzt ein komplettes Bild. Oder ob bisschen sozusagen wie rangezoomt. Damit es so ist, dass man die schwarzen Ränder nicht sieht. Aber man sieht halt ein bisschen weniger auch vom normalen Bildschirm. Schießen wir nochmal rein. Das sieht aber sehr schlecht für uns aus. Vor allem wegen dem normalen Kronkel. Ich meine, ich könnte ihn jetzt so schwächen, das bringt mir aber nicht viel. Und das erwischt ihn natürlich wieder. Ne, ey, es ist doch. Mann. Der holt den jetzt. Nee, ganz. Hätte der jetzt noch mal nie getroffen, ey. Da wäre die Höhe gewesen. Damit kriegen wir den Hauptsache noch komplett. Das kann doch nicht sein. Wieso trifft das nicht? Ey, wie ich einfach, wie 4 oder 5 Mal nicht getroffen hat. Oder waren es 3 Mal? Ach, keine Ahnung. Ey, wieso trifft das denn so häufig nacheinander? Es ist doch. Machen wir jetzt noch einen zweiten Angriff. Was haben wir für Gegner? Ja, sollten wir eigentlich schaffen, wenn wir als erstes auf Onitzan gehen. Komm schon, jetzt. Dann greifen wir so an und schwächen Onitzan. Und jetzt haben wir nur gleich weg. Der macht wahrscheinlich seine. Genau. Und er schießt natürlich auf den wichtigsten oder fast wichtigsten. Jetzt wieder der Regenschneider. Gut. Diesmal haben wir sogar auch mal Glück, damit wir nicht getroffen werden. Dass es das mal gibt. Und jetzt schießt man ab. Und er lebt natürlich noch. Und weg ist er. 30 Pokale. Und wieder ein Paket. Hat sich einfach gerade zum dritten Mal das Spiel wieder mal verabschiedet. Ich finde es richtig toll, ey. Das ist doch nervig. So, erstmal jetzt geht's weiter hier. Eliten, aber nichts Besonderes, war klar. Hier haben wir noch mal was. 10 Runen, das ist auch gut. Dann können wir den hier noch mal füttern. Dafür brauchen wir aber hier noch mal ein bisschen Fisch. Oh, da können wir hier gleich mal den hoch machen. So, aber sonst haben wir ja nicht wirklich was, was wir jetzt noch machen können hier. Da fütter ich den hier noch hoch. Schick ihn ins Training. Und kann ich noch jemanden ins Training? Nee, gut. Dann war es das erstmal in dem Video.
abonnieren und liken nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und stimmt mal bitte ab.